Recht herzlich willkommen zur 85. Folge von City Skylines. Ja, oh, jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Wir sind hier in der Stadt, die uns die Sorgen macht. Jetzt bin ich am Überlegen, wo wir letztes Mal mit dem Müllwagen lang gefahren sind, damit wir diese Straße wiederfinden. Und ich glaube, das war hier unten, ne? Wo kamen die her? Das ist die Frage. Oder war es da? Hier irgendwo war es, dass es von dreispurig in einspurig wurde, oder? Schwierig. Nee, das muss hier noch weiter gewesen sein. Na, ich glaube, hier war das, oder? Nee. Kompliziert, ne? Da ist es, oder? Nee. Also hier muss definitiv dreispurig hin, geht aber nicht. Wie weit ist das hier? 9% voll. Aber der leert sich, das kann bald weg. Hier haben wir einen Park, den können wir aber verschieben. Den würde ich dann erstmal verschieben, ganz einfach hier hin und nachher da wieder hinbauen. Die sind definitiv hier weggekommen, ne? Oder war das nicht hier? Doch, ich glaube, das war hier, wo der Müllwagen letztens herkam, ne? Oder vertue ich mich? Ja, hier, auf den Kreisverkehr, da sind wir hergekommen. Und das ist hier einspurig. Kommt dreispurig an. Jetzt sollen wir da erstmal was probieren. Da können wir erstmal upgraden die Straße von 1-Bahn-Straße in dem Sinne, ne? So, jetzt ist es zweispurig, ne? Und wir gucken, ob das mal irgendwann besser wird. Der Rückstau ist schon mal weniger, ne? Glaube ich, ja. Dann fährt es jetzt besser, weil hier zweispurig weitergeleitet wird. Die Krankenwagen, ne? Die sind schon echt krass. Ja, jetzt die Frage, ob... Gehen die auch mal aus? Jetzt sind sie aus. Die Frage, ob das... Ja, ne, ich glaube, wir lassen es erstmal bei zweispurig. Holst dann am Ende wieder ins Einspurige geht, ne? Kann man denn hier auch dreispurigen Kreisverkehr ausbauen? Gute Frage, ne? Würde rein theoretisch auch gehen. Aber so sinngemäß würde ich sagen, hat sich da nichts geändert, ne? Das wäre jetzt hier so zu machen, ne? Ach, guck mal, das ist jetzt auch blöd, ne? Wenn, dann müssen wir so machen, ne? Das ist ja ein Kreisverkehr in dem Sinne, ne? Oh-oh, da geht's nicht, das war jetzt verkehrt. Das bringt uns jetzt gar nichts, was wir da gemacht haben gerade. Das lass mal schön so. Staut sich zurück, fährt keiner, alles gut, ne? Das geht nicht.
Das geht auch nicht. Hier wird's gehen. Verlieren wir zwar ein paar Häuser jetzt, aber das ist erstmal egal. Hier ist die Oper oder so. Sieht jetzt hier auch nicht besser aus. Der Rückstau ist immer noch da. Der staut sich sogar bis hierhin. Also das war jetzt nicht irgendwie ein Erfolg gerade. Guck mal, bis wohin die stehen. Ja, das ist doch gar nichts. Das würde ja bedeuten, dass man hier die Abfahrt auch zweispurig machen würde, ne? Will er nicht zwei Spuren machen, das ist schon mal doof. Okay, da fahren sie jetzt zweispurig weiter. Das ist schon mal was. Hier geht's nicht, weil diese Straße zu nah dran ist. Okay. Ja, hier bringt das alles dann nicht, weil die zweite Spur nicht benutzt wird in dem Sinne, ne? Die fahren hier einspurig bis dahin vor. Gut, okay. Das können wir jetzt mal nicht ändern erstmal. Würde bedeuten, diese Kreuzung, ne, die macht nicht so richtig Sinn momentan, ne? Dieses Stück kann man zweispurig bauen, dieses Stück nicht. Weil da sich die Straßen treffen. Was wäre denn, wenn wir... Bringt alle nix. So, wir hatten aber letztes Mal noch gesagt, wir wollen hier was weiterbauen noch, ne? Diese Autobahnbrücke wäre zu ersetzen durch ein Kreuz. Durch dieses hier. Das wäre also so zu bauen. Funktioniert aber nicht so wirklich, wie man das gerade sieht. Diese Straßen kann man upgraden, leider nicht das hier. Dafür muss es einen Abriss geben. Ja. Das würde bedeuten, wir würden dann mehr dahin kommen, aber zurzeit eher nicht, ne? Die Straße hört ja zurzeit auch da auf. Was haben wir da für eine? Eine zweispurige? Ne, ist schon was Größeres. 2x2. Müssen wir dann gucken, dass wir die hier rüberbringen. Ob das dann geht. Hier wäre dann sozusagen die Straße noch zu bauen, die dort lang führt, eine Autobahn im Endeffekt auch wieder. Achso, wir müssen dann hier hin. So. Drehen wir mal? Nee, drehen wir nicht. Und da müssen wir runter. Machen wir so.
So, da müssen wir jetzt uns was einfallen lassen, wenn. Oder wir machen es ganz anders so. Passt schon, oder? Alles gut. Jetzt haben wir hier eine schicke Straße gebaut. Obwohl ich hier hinten jetzt echt am Überlegen bin, dass wir da nicht noch eine Kreuzung anders bauen. Was haben wir denn da unten für eine gebaut? Auch so eine. Dann würde ich ja fast sagen, machen wir hier auch so eine hin, dann müssen wir noch was abreißen wieder. Halb so wild, oder? So, und dann machen wir die da hin, oder? So wird das gehen. Da können wir später mal geradeaus weiterfahren. Das würde aber hier nicht so einen Sinn jetzt gerade ergeben. Also doch nicht so. Passt da nicht hin und schön, wenn es jetzt schon so hier einrasten würde und würde sagen, jo, mache ich dort wieder hier noch mehr abreißen. Ach, ich weiß, warum das nicht geht. Nee, doch nicht. Ich dachte, wenn ein Ding ins Bahn, wie heißt es? Gut, das hat schon mal geklappt. Und das auch. So. Die gehen da mal irgendwann geradeaus weiter. Das wird nicht das Problem sein. Jetzt die Stromversorgung unterbrochen, ne? Glaub schon. Das würde schon mal passend sein. Ja. Jetzt müssen wir noch die Stromgeschichte wieder herstellen. So läuft's, oder? Sieht urskomisch aus, aber egal jetzt. So, Brücke ist da. Straße weiterbauen. Wo schließen wir die an? Irgendwann da unten. Wird kompliziert, aber ich glaube, das kriegen wir auch mehr hin, ne? So, mal gucken. Ich würde jetzt die Straße mit einer Kurve weitermachen. Ne, dieses wäre die richtige, glaube, ne? Ah, das hat wieder gut geklappt. Das Stück nochmal weg. Und auf ein neues. So.
mal hoch. So, da gehen wir runter. Und hätten das schon mal so weit geschafft, dass wir dort anschließen können in späterer Zukunft, würde ich sagen. Und das bedeutet, hier geht's wieder los. Einmal hoch bitte. Und zuck. Und dann hier lang. So, da gehen wir wieder runter. Und schließen an. Fertig. So, da haben wir eine schöne Strecke gemacht. Und die müssen wir dann da noch anschließen. Ja, das wird dann schon kompliziert, aber das kriegen wir noch hin, denke ich. Okay. Dafür müssen wir wieder was abreißen wahrscheinlich, damit das dahin geht. Aber zurzeit würde ich mal sagen, kriegen wir das doch so hin, dass wir hier einfach vierspurige Straße nehmen. Und zwar diese. Mal hoch machen. Da blitzt gerade was blau auf. Ah, es könnte sein, dass es aufblitzte, als es verbunden hat hier so, ne? Nee, das war so, okay. So, wir müssen erstmal runter. So. Und jetzt sollten wir mal gucken, ob wir das mit der Autobahnauffahrt hinkriegen. Ich weiß nicht, ob das so klappen wird. Wir werden es sehen, oder? Gefallen tut mir das schon mal nicht so. Es wird aber benutzt. Mach das weg. Das ist doof hier. Das wäre sechsspurig. Wir machen es mal zweispurig. Ah, der erste fährt da auf die Autobahn. Das ist ja schon mal was Gutes. So. Interessante Bauweise, ne? Aber funktioniert, oder? So, jetzt können die auch da lang fahren, alles gut im grünen Bereich. Müssen wir dann mal schauen, wie wir das weiterbauen, denke ich mal. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.